Beinahe unter meiner Würde. Ist aber nur ein Herrenhaus. Hm? Gantolandern. Fuß, was? Wer ist da? Ihr seid tot, wenn ihr euch nicht ruhig und still verhaltet. Ich nehme mir, was ich will, und ihr werdet den Morgen erleben. Miau, das Spiel ist aus. Raus, wir müssen raus hier. Miau. Grubbel, verdammte Katze. Hümpf, Schnarch. Okay. Dass das geklappt hat. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ja? Hier lang. Ich bin so gut, ich kann. Mich kümmert's nicht. Ich will nicht in die Schule gehen, Mama. Die anderen sagen, ich stinke. Ja. Ich bin ein streunender Kater. Geht wieder schlafen. Geh in das Leuchtet ein. Schlaf schön, Kätzchen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Schnell weg hier. Nichts weiter als bevor das. Das doch seltsamer wird. Gut. Der Kater. Glaubt das nicht. Zur funkelnden Klinge. Oh. Das hört sich nach einem interessanten Wirtshaus an. Und das war wohl auch, glaube ich, das ganze Gebiet hier, hä? Ja. Höchstens, wir können hier oben in das Gebäude rein, aber scheint nicht so. Ja, wir können eh nur noch in diese Richtung, also Richtung Orion Westen. Wäre auf eure Taten stolz. So, aber jetzt betreten wir erstmal die funkelnde Klinge. Mal sehen, wir uns da, wen wir da drüben noch begegnen. Oh, das war das Gebäude hier. Hier muss ich einen Quicksave machen. Was? Nichts leichter als das. Weil die hier ist eine etwas... Nee, halt, die da ist eine etwas speziellere Person. Ja, Kumpel? Ihr seid ein Licht, das die Dunkelheit dringt. Ihr seid auf der Suche nach Wahrheit. Ihr seid mehr als euch bewusst ist. Der Seher hat so gesprochen, weil er die Furcht kennt, die ihr hegt. Und die Furcht, die euch noch bevorsteht. In der Höhle der Spinne findet ihr einen Titanit. Ihr tätet gut daran, ihn mir zu bringen. Ein Titanit sind wir jetzt in Taxholz gelandet. Mit verheißungsvoller Stimme teilte mir Gax hier der Seher mit, dass mir eine düstere Zukunft bevorsteht. Da ich gerade die lichtlosen Abwasserkanäle hineinsteige, sind seine Vorhersagen alles andere als überraschend. Gleichzeitig hat er mich aber gebeten, ihm einen Titanit zu bringen, der da unten verborgen sein soll. Ja, Kumpel? Oh, haben wir einen Titanit dabei gehabt? Der Titanit, da bist du wirklich mehr, als du zu sein scheinst. Eines Tages musst du weiter durch den Schlamm und Schmutz dieses Ortes reisen, denn das wird dir genauso viel oder mehr verraten, als die ganze sagenumwobene, sagenumwobene Kerzenburg. Genau wie du ist... So ist auch diese Stadt mehr, als sie zu sein scheint. Es gibt die Städte unter Städten, Träume unter Träumen, die Vergangenheit, die unter der erdrückenden Last der Gegenwart begraben liegt. Geh jetzt, Reisender, es wird die Zeit kommen, wenn du durch die Dunkelheit gehen musst, um ans Licht zu gelangen. Ja, ich hatte einen Titanit dabei. Ja, Kumpel. Cool. So, dann sprechen wir mal mit ihr hier. Shaida sieht durch die Nebel der Dabe. Das... ihr Stärke und würdige Abenteurer seid. Shaida sieht in der Tat sehr klar. Welche Anmaßung für jemanden, der noch so jung ist. Shaida sieht nicht klar, sondern nur verschwommen und immer durch die Nebel von Lyra. Lyra, wer ist das? Lyra, die Dame der Nebel, Mutter aller Illusionen, die Hüterin der Täuschung, des Nebelschattens. Einige sagen, sie starb zur Zeit der Unruhen, getötet von Zurich, verraten von Musk. Also Syrik haben wir schon mal gehört, das ist der Gott des Wahnsinns. Und ich glaube, Musk ist der Gott der Täuschung gewesen. Einige sagen, dass sie Musk liebte und ihn noch immer liebt. Einige sagen, Götter können sterben. Manche sagen, Götter können geboren werden. Manche sagen, Götter könnten leben. Andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse schaffen. Mindfuck. Und wiederum andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir schaffen, um unsere Angst vor dem Leben zu verschleiern. Unsere Angst vor dem Tod, unsere Angst vor dem Sein. Wenn Götter eine Täuschung, eine Illusion sind, dann ist vielleicht Lyra die einzige, der einzige Leitstern der Wahrheit in, unserem ganzen Pantheon der Lügen. Doch wenn Götter wirklich sind und wahr und allwissend, dann kann Lyra keine Göttin sein und muss tot sein. Wenn sie denn je gelebt hat.
Ach herrje, ist es schon so spät. Die Meinung anderer Leute interessiert mich nicht. Was erzählt ihr über Lyra? Wie könnt ihr etwas verehren, das ihr nicht erkennt? Das ist mehr oder weniger genau das, was ich meine. Das verstehe ich nicht. Ah, da seid ihr wahrlich einer von uns. Ihr gehört wirklich zu Shaela in den Nebeln von Lyra. Darf Shaela euch mit einer Bitte der Dame ehren? Ich bin mir nicht sicher. Ah, in der Tat, ihr wandelt mit Shaela durch den Nebel von Lyra. Also, solange wir ihr keine eindeutige Antwort geben, die scheint nämlich so eine Zweideutigkeitsperson zu sein, scheinen wir gut mit ihr klarzukommen. Das habe ich nämlich vorhin gemeint wegen dem Quicksave. Ah, in der Tat, ihr wandelt mit Shaela durch die Nebel von Lyra. Tief im Inneren der Bibliothek von Kerzenburg liegt vergessen das große Buch der Unwissenden. Gebunden in der Haut eines Chamäleons wandert es auch durch die Nebel von Lyra, sich immer verändert wie Shaela. Fragt dort niemanden danach, denn alle, die es berührt haben, sind gesegnet mit der Unwissenheit, die es gewährt. Doch ihr könnt es immer in einem der inneren Räume finden, umwoben von den Nebeln von Lyra. Macht eure Pilgerreise und auch ihr werdet mit Unwissenheit gesegnet. Danke euch, Shaela, für dieses Geschenk der Unwissenden. Vielleicht werde ich, wie ihr vorgeschlagen habt, es suchen und welches gefunden habe, für alle Zeiten verlieren. Ich wünsche euch Glück auf euren Wegen in den Nebeln von Lyra. Wandert den Frieden durch den Nebel von Lyra. Hör auf, in der Nase rumzubohren, du altes Weib. Geht mir aus den Augen. Und wir sind kein altes Weib. Ja, nichts leichter als das. So, wir haben nämlich so eine Quest bekommen. Hätten wir was Falsches gesagt, wäre sie einfach weggegangen. Shaela, eine äußerst interessante Priesterin von Lyra, hat mich auf eine Wallfahrt in meine Heimat nach Kerzenburg geschickt, wo sich das große Buch der Unwissenden befindet. Wenn man in seinen Seiten liest oder dieses größte aller Bücher auch nur berührt, wird man mit einer Unwissenheit ohnesgleichen gesegnet. Ich werde mit dir sprechen, sobald ich es gefunden habe. Ja, was schon mal darauf schließen lässt, dass wir nach Kerzenburg zurückkommen können. Ahornweide Espe. Du heißt wie Bäume. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was? Ihr wolltet noch nach meinem Namen fragen. Den will nämlich jeder wissen und ihr seid doch wohl keine Ausnahme. Na gut, Ahornweide Espe heiße ich und ja, meine Eltern waren ganz begeistert von Bäumen. Das ist mir sehr klar und ich will jetzt keine Witze über Familienstammbäume hören. Seid ihr jetzt zufrieden? Okay, wir könnten jetzt übertreiben. Ihr habt Probleme? Was denkt ihr denn, wie ich mich fühle, hä? Talisa, was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Na los, also was? Oh, vielleicht solltet ihr euch ein bisschen entspannen. Tschüss. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Eigentlich wollte ich eine Wegbeschreibung. Beschreibung, ihr wisst gar nicht, Tiamus. Womit kann ich euch helfen? Ich interessiere mich nur für Baldur's Tor. Was gibt es denn hier zu sehen? Tja, das Haus der Wunder ist ganz nett, wenn man so Spielereien gerne sieht. Das ist in der westlichen Stadtmitte. Allerlei Zauberei ist auch ganz nett. Das ist eher in der östlichen Stadtmitte. Allerlei Zauberei ist auch ganz nett. Das ist eher in der östlichen Stadtmitte. Ansonsten wüsste ich auch nichts. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, in allerlei Zauberei waren wir ja schon. Nein, danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, Ihre Bekanntschaft. Kannst du uns noch was sagen? Nein, danke. Wir ärgern Sie jetzt mal nicht mit Ihrem Namen und gehen noch ein Stockwerk höher, weil wir es können. Reginald Worthington. Nichts leichter als das. Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Oh je. Reginald Langzahn Worthington der Dritte. Hallo euch. Euch einen schönen Tag und einen sonnigen Tag. Wo auch immer ihr herkommt und hingeht. Immer bereit, einem neuen Gesicht die Hand zu reichen. Bildlich gesprochen. Jetzt. Also er meint, jemanden die Hand zu reichen, den wir nicht kennen. Was könnt ihr mir über die Stadt erzählen? Die Stadt? Ja, das ist schon ein schöner Ort von majestätischer Ausdehnung und äußerst umfassend in der Nutzung des Landes. Sie ist wunderschön und einmal gesehen will man gar nicht mehr wegschauen. Welche Schönheit und Größe spiegelt sich in den einfachen und bescheidenen Anlagen und Bürgern wider? Alles strahlt eine in sich ruhende Noblesse aus, die die Spatzen vor den Dächern pfeifen. Sie ist ein Wunder von ihrer Einfachheit. Baldur's Tor.
Verstehe, und was macht ihr so? Seid ihr ein Abenteurer wie ich? Die Abenteurerei, eine edle Beschäftigung, bei der die Zeit wie im Fluge vergeht. Die Höhen und Tiefen der Tiefen und Höhen zu suchen, in die Fußstapfen anderer auf Fahnen zu wandern, niemals zuvor jemand betreten hat. Die Tiefen des eigenen Selbst ausloten, während man die Welt vor der eigenen Haustür erkundet. Das ist in der Tat ein großartiges Leben und überdies einfach in seiner Komplexität. Habt ihr in letzter Zeit von etwas Interessantem gehört? Suchmission oder so? Suchen, euer Suchen. Das zu suchen, was gesucht werden muss, und das zu finden, was andere durch Suche am richtigen Ort finden, dass man durch Suche am richtigen Ort finden kann, wenn es sich überhaupt dort befindet. Das zu entdecken, was bekannt, aber vergessen ist. Dann aber wieder erinnert wird und erneut gesucht wird. Obwohl es von Anfang an alt war. Solche Ziele verdienen es, nach ihnen zu streben. Ja, der Typ hier labert uns gerade in Grund und Boden, hat aber nicht wirklich was zu sagen. Also, unglaublich, ihr habt stundenlang geredet, ohne irgendwas zu sagen. Tja, auf einer anderen Ebene könnte das, was ich gesagt habe, als gekünsteltes Nichts aufgefasst werden. Ihr habt doch überhaupt keine wertvollen Informationen, oder? Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob meine Reden wissenswerte Einzelheiten über ansonsten unbekannte Zusammenhänge und Statistiken enthält, dann, tja, nein. Ich war vom Gegenteil überzeugt. Alles klar dann, klar. Ich mach mich dabei vom Acker, in der Tat. Nun denn. Okay. Sag bloß, du wohnst hier oben. Oder ist das hier oben gar nicht echt? Sind wir hier irgendeiner Illusion? Nichts leichter als das. So, verlassen wir jetzt mal das Gebiet. Ich hätte hier doch schwören können, dass es hier noch irgendwen gab. Aber wir waren in allen Gebäuden. Gut. Hier ist es in der Taverne. Ich guck noch mal in die Taverne rein. Ah, hier waren wir doch nicht drin. Gut, dann gucken wir mal hier jetzt rein. Das ist nämlich ein Gebäude, was wir nur von der anderen Seite aus betreten können. Ne? Ach, das ist noch eine Lagerhalle. Natterin. Gut, dass ich mich hier noch mal umsehe. Okay, das ist eine etwas größere Lagerhalle mit einem zusätzlichen Raum. Und die Musik hier drin ist auch nicht ganz passend. Hallo Natterin. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Hey, ihr seid entweder gelangweilt oder dumm. Auf keinen Fall könnt ihr ich eure Dienste gebrauchen. Irgendein Schlaumeier hat versucht, einen Basilisk per Schiff zu verfrachten, und der ist entkommen und richtet in einem der Lagerhäuser am Hafen Unheil an. Ich sagte ja, ich brauche jemanden, der entweder gelangweilt oder dumm ist. Aber auf jeden Fall könnte ich eure Dienste gebrauchen. Okay. Einen Basilisken, den können wir ja leicht erlegen, da wir genug Schutz vor Versteinerung haben. Ein Basilisk ist von einem Schiff geflohen, auf dem er transportiert wurde, und lebt nun alle in einer Lagerhalle am Pier. Wenn ich ihn beseitigen kann, sollte Nadarin, der Piermeister, mir dafür sehr dankbar sein. Beinahe unter meiner Würde. Haus fällt aus den Angeln, ja. Damit ist aber nicht zufällig das Lagerhaus hier gemeint, oder? Ich glaube, da gucke ich noch mal rein gleich, ob ich jetzt was getriggert habe. Erstmal gucke ich kurz hier nochmal rein. Hier ist nur der Schank. Nichts leichter als das. Und hinten ist auch keiner. Und hier ist auch keiner. Gut. Gut. Nichts leichter als das. Hier drin war auch niemand, der irgendwie wichtig war. Nichts leichter als das.
Nein, hier war nur der Händler. Können wir ja über diese Tür wieder rausgehen. Nichts leichter als das. Nochmal kurz in das Lagerhaus hier gucken, ob der Basilisk da drin jetzt alle versteinert hat. Nichts leichter als das. Nö, hat er nicht. Okay, da ist das nicht das Lagerhaus. Also gehen wir wieder. Gut.